Im Schatten der weltberühmten Münchner Brücke liegt der 2006 eröffnete Brückenpark. Jedes Jahr kommen mehr als 300.000 Besucher in den Park, um Deutschlands höchste Eisenbahnbrücke zu bewundern. Mit ihrer beeindruckenden Stahlkonstruktion und ihrer gigantischen Höhe von 107 Meter überspannt sie mit einer Gesamtlänge von 465 Meter das Tal und verbindet die Städte Solingen und Remscheid. 2014 musste der 119 Jahre alte Stahlkoloss aufwendig für 30 Millionen Euro saniert werden. Für die Stahlkonstruktion wurden insgesamt 5000 Tonnen Stahlprofile verbaut. Über die Wupper gehen kann man im Brückenpark Münchsten zum Glück nicht, wohl aber hinüberschweben. Eine einzigartige Schwebefähre macht es möglich. Angetrieben wird die Fähre umweltfreundlich mit Muskelkraft. Wundervolle Blicke auf den Flusslauf und der Brücke haben dabei die Passagiere und atemberaubende Motive ergeben sich für die Fotografen. Der Kiosk mit einer Minigolfanlage ist beliebter Anlaufspunkt für Jung und Alt. Seit Pfingsten 2010 ist das Haus Münchsten eröffnet. Dieses auffällige, aber dem Brückenpark angepasste Haus mit einer Fassade aus rostigem Kortenstahl und riesigen Fenstern prägt das Bild des Parks unter der Brücke. Das Besondere an Haus Münchsten: Menschen mit und ohne Behinderung bilden im Haus Münchsten ein leistungsstarkes Team und können bei ihren Gästen mit einer exzellenten frischen Küche und einem freundlichen Service punkten. Eine Attraktion für Jung und Alt ist das Münchner Rätsel. An verschiedenen Stellen im Brückenpark hat die Künstlerin Ulrike Böhme 10 Rätselfragen auf Bodenplatten geschrieben. Des Rätsels Lösung ist der Fleiß. Ich, die Wupper, will euch eine Geschichte über den Fleiß erzählen. Auch wenn es heute nicht mehr den Anschein hat, aber mich nannte man über viele Jahrhunderte hinweg den fleißigen Fluss. Wenn also jemand eine Geschichte über den Fleiß erzählen kann, dann... Hier in diesem Kotten wurden Schleifsteine und Industriehämmer durch Wasserkraft der Wupper angetrieben. Seit 1574 wurde hier geschliffen. Heute betreiben Metallgestalter den Kotten. Teilweise ist er auch für Besucher geöffnet. Einen Aufstieg zum 1901 im neugotischen Stil errichteten Diederichstempel gehört mit zu einem Brückenparkbesuch. Hier wird man nach einem kleinen Ausflug mit einem traumhaften Panoramablick auf den Wald der Wupperberge und einer gewaltigen Brücke belohnt.